Schön. So, was ist unsere nächste Aufgabe? Aufgabe erfüllt. Ach, oha, das war es schon. Alle Einführungsmissionen geschafft. Wow, Trophäen gibt es auch noch. Wie geil ist das denn? Ja, und dann gehen wir jetzt auch in den Karrieremodus. Ich mache dann mal einen Cut. Und ich sag schon mal so viel, unsere Firma, die haben wir schon benannt, in Krachbumm GmbH. Und bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Laden direkt die Krachbumm GmbH. 5000 Euro haben wir noch übrig. Ja, wir konnten hier zwischen verschiedene Sachen wählen, aber die ganzen mit hier Granit war viel zu teuer, Kalkstein war zu teuer. Nur das eine konnten wir uns leisten. Wir hatten 10.000 zur Verfügung hier oben. Das Gebiet hatte 95.000 gekostet. So, jetzt will ich auch mal betreten, aber es geht nicht. Ich kann nicht betreten. Was soll das denn? Zum Hauptmenü. Oh. Jetzt geht's. Ja, okay, machen wir mal weiter. Ja, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Also das scheint doch recht simpler zu sein, als ich gedacht habe. Ich habe das nur nicht verstanden mit dem Split und so einem Gedöns, was sie von mir wollten. Ey. So, tragen sie mit dem Walzenlader Gestein aus dem Felsen Steinbruch ab. Walzenlader, das war das Ding. Ach, keine Ahnung. Nee, das war... war das nicht? Walz... Das hab... Walzlader, das habe ich doch gerade, oder nicht? Gestein abgebaut. Aber abbauen kann ich doch nur mit den anderen. Mysteriös. Ich fahre mal einfach mit dem Trecker-ähnlichen Dings hier nach oben. Für mich sieht das ja alles gleich aus, also... Für Räder, Bagger. Für Räder mit irgendwas anderes dran, Bagger. Also, ich habe schon eben gesagt, ich kann das Ganze mit meiner Oma vergleichen, die mit einem Rollator hier hochdüst. Das sieht ungefähr genauso aus und mit so viel Elan, wie er da hochfährt. Alles wunderbar. So. Gibt auch immer so schön zur Seite, da das Ganze hier natürlich so wunderbar eben ist, was sie so schön vorbereitet haben, damit ich so hier rumkutschieren kann, herumdüsen kann, was auch immer. Ausblick ist natürlich herrlich, wie man sieht, sieht man viel. So. Walzenlader, Walzen, Walzen, was soll ein Walzen sein? Sind das Walzen? So. Des Radladers. Ich brauche aber den Walzenlader. So, ich muss Escape drücken. So, ist das der Walzenlader? Walzenlader, ja. Ach, jetzt habe ich wieder Escape gedrückt. Das gibt's doch nicht. So, ich muss einfach nur Steine abbauen. Das war ja eigentlich relativ simpel. Ja, wenn wir dann mal zu irgendwas kommen würden. So, hier können wir bestimmt irgendwo dran. Ach, Gott. Ach, das geht ja relativ flott. Können wir ja nicht so lange zu warten. Ja, also kommen wir schon ran. Komischerweise ruckelt es gerade. Das ist bestimmt wegen dem Staub hier. Das haben wir natürlich so wunderbar gemacht, dass es jeder Rechner auch ja, leisten kann, was auch immer. Fällt jetzt kein anderes passendes Wort dazu ein. Jetzt steigt doch mal die verdammte Scheiße da aus. Nicht kippen. Nicht kippen. Yay! Geile Scheiße. So. Baue jetzt Zeugs davon ab. Also hier kann ich, so wie es aussieht, nichts abbauen. Ich weiß auch nicht, wie rum. Wieso? Weil wir einfach hier rumspringen können. Da. Unsere Aufgabe ist einfach nur, Zeugs abzubauen. Doch schon gleich fertig, ja. Hey. Ich habe nichts dafür gemacht, einfach nur ein bisschen rumgebuddelt. Dafür kriege ich 8.500.
gerade 50.000 Millionen. Also, jetzt müssen wir, glaube ich, einfach nur warten, bis wir den nächsten Auftrag reinbekommen. Ich mache mal meinen Sound wieder ein bisschen leiser. Ich habe gerade hier eine Dose Energy. Lecker, lecker, lecker. So, einen Auftrag bekommen wir dann mal. Oder nicht, das ist hier die Frage. Können wir mal ein bisschen da in den Leitungen ein bisschen herumspielen. Naja, schade, das war auch ein bisschen zu lustig gewesen. Einkorn hat eine Bestellung für Kies aufgegeben. Menge 402 Kilogramm. Belohnung 8.040 Euro. Da steigen wir mal aus dem ollen Schlepper-Dingsbums aus. Ich frage mich ja, wie viel in so einer blöden Schaufel hier reinpasst. So, rammen wir da mal durch und rein. Vier Steine genügen mir jetzt noch nicht, um damit nach unten zu fahren. Ach, ich drücke wieder C. So, rammen wir da mal rein. Ja, das sieht ganz okay aus. So. Wir haben so einen riesigen Wendekreis, wo das so aussieht, als ob er einfach nur mit dem Hinterrad zur Seite schlittert. Fährt er nicht. Er schlittert. So. Unten war eben eigentlich noch ein paar, da waren noch ein paar Steinchen drin. Bin mal gespannt, ob die noch überhaupt da sind. Da, übrigens, da fährt die ganze Zeit ein Schiff. Okay, doch. Zwei Schiffe nur herum. Und machen rein gar nichts. Da steht ein Schiff in unserem Hafen. Und macht auch... Ach, okay, es verladet irgendwas. So, da hinten ist... mal nix. So, da, la, 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 la. Hallo, Type. Der Übergang ist ja auch sehr geil gemacht. Vor allem da so viele auch auf diesem Beton oder was auch immer hinauffahren, ist auch alles hier super verschmutzt und so detailreich. Wunderbar und wunderschön. Wir heben das Ganze nochmal an. So, damit wir es dann hineinschicken können. So. Das Ganze können wir nicht höher heben. Das ist schon ganz hoch. So. Dann machen wir das auch einfach so. Wir heben uns selber höher. Und dann kriegen wir das auch vielleicht tiefer. Nein, das geht nicht. So, wir springen einfach ein bisschen. Wie geil ist das denn? Pow! Einstein ist noch drin. Ja, das war eine gute Bilanz. Ja. Okay, wir haben einen ganzen Stein haben wir da reingelegt. Glaube ich jedenfalls. So. Was brauchten wir jetzt? Kies. Ich lese mir nochmal Gleisschotter. Ah, okay. Split. Kies und Wasserbausteine. Das haben wir ja eben. Wir brauchen jetzt Kies. Dafür müssen wir einfach mal die Leertaste drücken. So, ans Lager kam jetzt bisher noch nicht in irgendwelchen Aufgaben oder so. Also dann ist das hier wahrscheinlich direkt das Lager. Denke ich doch mal. So. Also Kies sind jetzt kleine Steine. Die Wassersteine waren ein bisschen größer. Ein Kilogramm. Okay, und ja. Die fallen wie kleine Federn hier runter. Platsch. Platsch. Also die sind scheinbar... Oh krass. Ich sehe schon kaum, wie oft wir fahren müssen. Dann nehmen wir gleich mal so ein großes Ding. Haben wir nicht hier irgendwie noch so ein... irgendwas anderes zum Rumfahren? Ist hier kein großer Bagger oder sowas? Natürlich nicht. Und wir müssen natürlich eine Nachtschicht einlegen. So, zuckern wir. Da gegen eine Wand und machen so ein Lager kaputt. So, mit der Shift-Taste betätigen wir unseren Turbo, um diesen großen Berg hinaufzufahren. So. Was gibt's denn jetzt hier oben? Lass mich raten, ein wenig Stein. Und noch mehr Stein. Was passiert, wenn wir das Ding ganz runter... So, ich will jetzt fahren und ein bisschen damit rumspielen, aber es geht irgendwie nicht. Oh, schade.
wäre auch zu lustig, wenn wir mal eben so den halben Berg rausruppen und dann stecken bleiben. So, hoffentlich ist da jetzt irgendwas. Also so ein großes Transport-Ding. Nenne ich es mal. Wie es auch schon beschrieben wurde, es heißt großes Ding zum Verladen. Lalalalalalalalala. Ach, die arbeiten jetzt mit anderen Dingern. Ach nee, das war ja ich. So, da oben gibt's bestimmt irgendwas. Was wir nutzen können. Ja, das gibt's doch nicht. Ist hier kein Transport-Scheiß-Ding? Keine Lust, die tausendmal rumzufahren. Da kann man auch so Dinger kaufen, habe ich gesehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie teuer die waren. Tatsächlich ist es nicht da. Moment, ich drücke mal Escape. Dann können wir hier nämlich ins Kaufmenü. Walznader haben wir schon. Muldenkämmer. 19.000. Okay, das kostet doch ein wenig mehr. Zubehör. Pressluftbohrerschaft. Kettensäge. Pressluftbohrer. Okay, ich wiederhole mich. Aber egal. So, wir springen mal dort hinunter, denn wir haben eine Abkürzung entdeckt. Trophäe freigeschaltet. So. Ja, laden wir mal das da ein. Die machen auch unglaublich viel. Wie man sieht, also da sind so viele Steine. So. Können wir das nicht irgendwie irgendein Bimbo anstellen, der die Steine da reinträgt? Ja, jetzt. Spring. Oh. Spring da rein. Ach. Also wegen 6 Steine muss ich jetzt wieder runterfahren oder was? Ey, das kann doch nicht sein. Ich will die nicht ausladen, ich will die einladen. Jetzt habe ich noch weniger als vorher. Ach, ich mache das ja auch ganz verkehrt. Ich muss einfach mit Vollkraft reinfahren und dann, während ich hier runterspringe, kriege ich dann noch ein paar mit. Den einen Stein, der da so cool gelandet ist. So. Da kriege ich jetzt auch noch ein paar mit, wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich nicht, nein. Wow. Das hat sich echt gelohnt. So, dann fahren wir mal wieder runter. Lalalala. Und unser kleiner Bagger ist natürlich wieder viel zu klein, um die doofen Steinchen da reinzukriegen. Also es wäre echt cool, wenn wir so eine Abkürzung hätten oder sowas, weil das ist gerade ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, langweilig. Ah. Turbogang enabled, also jetzt schalten wir mal in den R-Gang für Rallye-Gang mit 280 km/h, wie man es gerade sieht. So, Abkürzungen kennen wir ja schon. Fahren wir mal da lang. So, jetzt mit Vollkraft überlegen. Vielleicht hätten ja ein paar Steine davon irgendwie runterknallen können, aber natürlich nicht. Das wäre ja auch zu cool gewesen. So. Aha. Vielleicht muss ich das einfach so machen. Jetzt steigen wir einfach mal aus und machen das einfach mal so. Vielleicht geht das ja. Lalalala, ey, es ruckelt. Hey, wie kann das ruckeln? Cool. Kies. Naja, ist es doch nicht so ganz toll. Naja, egal. So, versuchen wir das doch mal ein bisschen da. Gehen wir mal runter. Das geht natürlich auch, weil er hat ja keine Furcht. Jetzt komme ich hier nicht rein. Wieder raus. Nein, aus. Auf. Ah. So. Ja, es ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Es ist viel einfacher. Ich weiß jetzt gar nicht, was das soll. Radlader an, muss ganz nach unten geladen. Ja, würde ich ja gern.
Aber ich muss sagen, es geht nicht. Och. Also ich kann ultra viel machen. Nach oben. Oder nach unten. Dann kann ich das noch ein wenig drehen. Dann spackt das auch ein wenig herum. Ich sitze fest. Hallo, hilft mir doch einer. Wo sind denn die ganzen Leute? Kann ich da nicht einfach das Fahrzeug auf Seite schubsen oder so? Oh, Dreck. Ich spreng es jetzt gleich einfach in den Griff. Ich wette, das kann ich jetzt nicht mal... Was ist das denn für ein Müll? Och, pfff. Leck mich doch am Mucke, ey. Komm. Nee, komm. Wenn ich jetzt nicht mehr weiterspielen kann wegen den Scheiß, ich kauf alles, ja. Bitte, ich will Schulden, ich will bankrott gehen. Ah,